Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Part hier in HOI mit unserer Mod, die in einem Zeitalter spielt, in dem Frankreich quasi in einer alternativen Geschichte, kann man eher sagen, in der Frankreich quasi napoleonischen Kriege gewonnen hat. Und naja, ich habe ihnen den Krieg erklärt, um Spanien ein bisschen zu entlasten und dabei vergessen, dass ich durchaus noch Feinde in meinem Rücken habe. Die sind alle bei mir einmarschiert. Als ich mich dann darauf konzentriert habe, sind die Franzosen hier bei mir einmarschiert. Es lief nicht ganz optimal, aber ich versuche, ich gebe mein Bestes, um jetzt hier möglichst schnell irgendwo einen Kessel reinzubekommen. So. Ich gehe mal wieder runter zu den anderen. Channel switched. Hallo. Hallo. Hi, ich habe den Kessel. Ich habe ihn, wenn jetzt nichts schief geht. Guck mal, Heiko, nach Nordspanien, Alter. Da wird gerade auch richtig Rambazamba. Ich habe es gesehen, dass du was erobert hast. Mann, das verfeist du gerade gegen mich, bitte was? Nein, ich mach gerade nur meine Claims durch. Ich griff gemein auf die Krim. Ah, deine Claims, hm. Claims? Ich kann, den mal jemand. Ich kann den doch lassen, okay? Kann mir mal jemand diese Scheiß. Wann fängst du wieder Leute, Nils, ich brauch Hilfe. Nein, das kotzt mich so an. Ah, diese Scheiß. Diese Frontsystem, so, die ziehen einfach, die stehen da, dass es passt. Und dann ziehen die ihre Truppen irgendwo hin und bewegen die irgendwo hin, dass eine Front, dass die Front aufgeht. So, die hätten einfach, hätten sie nichts gemacht, wäre alles gut gewesen. Oh Gott, ich weiß, ich deaktiviere sie jetzt ja schon. Aber ich dachte halt. Das war das erste, was ich gemacht habe. Ich habe jetzt alle Fronten erstmal. Ja, ich weiß, aber ich dachte halt, dass die zumindest, wenn sie mal stehen, nichts mehr machen, sodass sie halt stehen bleiben. Leider nein. Ich weiß. In dem Moment war das, ey, Gdansk wird in Danzig umbenannt, sehr schön. Hurra. So, ich zieh meine Truppen raus. Oh, Bukarest ist gefallen, schon unglaublich. Und nicht ja, mal von mir. Ich zieh mich jetzt auch gerade zurück, weil ich keinen Bock hatte, von osmanischen Truppen gekesselt zu werden. Was? Also auf den Balkan. Ich geh mir das irgendwann zurückholen, wenn meine Armee in einem ordentlichen Stadium ist. Fuck's sake. Meine Armee ist die russische Armee. Ich bezweifle, dass die jemals in einem ordentlichen Stadium ist. Wenn man mich in Land spielen, das ist die Armee am Ende meistens in einem relativ guten Stadion, weil ich auf Qualität, weil ich Qualitätsfreund bin. Ja, ungefähr so wie bei mir. Sorry. Ich kann nicht. Wobei, du drängst den Franzosen zurück, Tobi. Ja. Tobi ist der beste Spanien-Spieler, den ich seit langem gesehen habe. Ich glaube, dieses. Das Spanien liegt aber daran, weil du die Spanien-Spieler nie leiden kannst. Das ist nicht wahr. Es doch, du hast die immer. Da ist immer ein Problem im Spanien-Spieler, egal wer der Spanien-Spieler ist. Das ist nicht wahr. Doch. Aber ist das irgendwie mein Vasall oder was das hier gerade? Oder gibt es einen Grund für mich, das zu verteidigen? Was? Hier. Heiko, kannst du mit zwei Beispielen welches Land? Spanien-Spieler, die ich gehassen habe? Rumänien. Achso, nee, jetzt hat er im russischen Block, in der gleichen Fraktion. Ja, die kriege ich hier locker raus. Heiko? Warte, Adina hat was Wichtiges geschrieben. So. Wieder zu Kessel. Scheiß Osman, ey, die Rache wird so grausam sein. Also hast du. Ich renn halt auf die Hauptstadt. Sorry, wenn deine Truppen da noch nicht draußen sind. Ich mache eine langsame Evakuierung, somit quasi Front sicherstellen. Und ich kann nicht dafür, dass du 15 Millionen Einheiten davon hast. Ja, und ich schließe den Kessel. Schon. Das ist das Problem. So, hier geht jetzt nochmal an. Du schließt den Kessel, ne, Heiko, nicht die russischen Truppen. Nee, tatsächlich, hier machen die Russen gerade nichts. Ja, die Russen sind gerade aktiv auf dem Heimweg, weil die endlich mal ihre Armee organisiert kriegen wollen. Ja, die Franzosen ziehen ihre Truppen aus Indien ab, weswegen wir da jetzt ein bisschen Luft bekommen. So, kannst du jetzt bitte meine Männer gehen lassen, die gehen? Die meisten davon sind gerade hier. Ja. Ich greife sie ja nicht an. Du weißt aber, dass meine Truppen da, weil die erobern gerade Gebiete in Pommern. Nein, die erobern nichts in Pommern. Oh. Doch, die laufen ja gerade einfach durch. Nein, da stehen Truppen von mir drum, hä? Nee, das ist drunter. Die stehen, also es sieht so aus wie mein Land, aber es ist nicht mein Land. Ah, das ist ja, von da aus können die aber nichts machen. Ach so, oh lol, okay, das alles gut. Nicht Feind ist. Puh, das sah nur so aus, weil das halt feindliche Truppen sind. Ja, das standen halt, aber es sind keine Feinde, es sind Freunde. Oh Gott, sind die Russen technologisch am Arsch, jetzt weiß ich auch, okay. Gott, ich muss mir jetzt... Das waren nicht nur die Russen, wir alle haben es. Der Zweifrontenweg ist mir ein bisschen zu weit auseinander. Was habe ich in Daten?
Also ich ziehe gerade einfach mal alle meine Männer von allen Fronten ab. Alter, fast. Ich schwör, zwei Kinder kloppen sich gerade draußen. Witzig. Ja, denke ich mir auch die ganze Zeit. Du denkst, es ist witzig, wenn sich zwei Kinder schlagen, du kranker Psycho. Ja, sagt der Richtige hier. Ja, hat schon was. Gesagt, es ist witzig. Rohe Gewalt. Witzende hohe Kräfte sind Körper, die sich die Fresse aneinander. Tobi, witzende. Tobi. Das ist eine Frage, kann ich über zu Kopfkürzen geben? Danke. So, hier die Behörden informieren? Nee, das ist. Du hast Schwierig. Kavallerie ist da, diese. Boah, Heiko, guck dir das an. Es ist wunderschön, Alter, wie das hier. Das ist einfach. Es ist wunderschön. Oh, sehr gut, sehr gut. Es ist. Es halt warte. Nutzlos in dem Krieg. Hab ich eigentlich noch ein Attaché für? Nee. Möchte. Nies, kennst du denn schon den Trick mit Steuerung Rechtsklick und dann. Oh, greifen die zwar an, aber laufen nicht mit? Ah, Rumänien ist gefallen. Ja, das ist aus dem vorherigen Heiko. Ja, den kenne ich. Heiko hat nie Heu 3 gespielt. Also. Ja, das, aber da ist das ganz normale. Ja, das ist der Standard-Trick. Spielen halt gewesen, ja. Na, Heu 3, so gute Zeiten noch. Als sie sich noch Mühe gegeben haben, ein gutes und strategisch forderndes Spiel zu bauen. Wir haben Heu 4. Alter, Heiko denkt ja, Heu 4 in der Russland-Kampagne ist stressig. Der soll mal in Heu 3 eine Russland-Kampagne machen. Oh boy. Das überlebt der Junge nicht. Ja, up to something. Jede einzelne Division einzusteuern, das kriegt Heiko vom Micro nicht hin. Nee, ich bin micromäßig nicht so. Und dann waren die Provinzen. Feuersturm 90, guten Abend an alle Streamer von Heu. Ja, hallo. War die Map damals größer in Heu 3? Nein. Das kommt mir zumindest größer vor. Ja, es liegt daran, dass es viel mehr kleinere Provinzen gab als hier. Finde ich. Dann ist ja die Map technisch gesehen trotzdem größer, oder? Ja, so würde ich das auch sehen. Es ist halt immer noch dieselbe Welt. Ja, klar, aber. Ach, echt? Nee. Was? Sorry, das hab ich jetzt. Also, zum Beispiel bei Imperator Rome ist die. Zum Beispiel Map größer. Also, zumindest der Teil, den man sieht. Was sieht man bei Imperator Rome? Sieht man alles? Nee, ja, ist begrenzt. Ja, weil Italien ist auf jeden Fall riesig. Das ist so schlimm. Also, riesig ist es auch nicht. Was war mir. Es war zu groß. Ich hab da echt. Wenn du kompetent spielst, dann ist das relativ. Ich hab im Spiel das Tutorial gespielt. Ja, Junge, du bist halt kein guter Spieler im Paradox-Spiel. Also ich habe nur das Tutorial gespielt. Während einer Vorlesung. Imperator Rome ist ein witziges Spiel. Imperator Rome ist ein Scheißdreck. Lol, das Mara Empire hat die Franzosen. Oh nein. Look at that, Alter, look at that. Die gibt's ja schon wieder. Hey, die, ja, war, die war doch vorher wieder, tot. Aber jetzt ficken sie die Franzosen, weil die Franzosen Indien eingenommen hatten. Ja, das war voll lustig. French India, British India. Also, an alle, die vorher nicht da waren, warte, habe ich das jetzt richtig verstanden? Da sind quasi Rebellen gespawnt, die also, hat man besiegt und jetzt sind sie nochmal gespawnt. Erstmal hat es ich irgendwie als Satellitenstaat übernommen. Dann sind die Rebellen gespawnt, haben die Inder gefickt. Dann sind die Franzosen gekommen und jetzt wurden die Franzosen nochmal von neuen Rebellen gefickt. Ja, also ich muss sagen, diese Rebellen, die konnten sich schnell erholen innerhalb eines Jahres. Das stimmt, die haben ihren Widerstand gut geplant. Oh, jetzt kommen französische Panzer. Die haben eine ganze Division. Ich meine, wenn man sich das mal so betrachtet, ist das mehr als die meisten Rebellionen in der Geschichte. Das stimmt, ja. Eine Million, ja. Ich meine, so organisiert musst du erstmal kommen. Hier oben gerade Straßburg. Du wirst jetzt langsam mal die Baltische Republik angreifen. Wenn halt wo mal Straßburg erobern andere Leute wie es hier, ne? Ja, aber mich wundert, dass ich überhaupt vorankomme. Ich bin sehr stolz auf mich. Es wundert uns alle. Es hat auch nichts damit zu tun, dass Tobi schon tausende Franzosen in Spanien ermordet hat. Nee, aber generell, ich weiß nicht, früher in EU4 hatte ich immer so das Problem, dass ich einfach, HOI, einfach nicht vorwärts gekommen bin. Irgendwie meine Truppen haben die Feinde ich einfach nie besiegt. Jetzt hast du mal ein gutes Template. Ja, hab auch nicht viel geändert. Das ist tatsächlich der Standard-Template, was viele nutzen. Ich hab das Standard-Template nur mäßig abgeändert. Was hast du drin? Ich habe noch zusätzlich so Aufklärung reingemacht. Also ich habe jetzt Aufklärung, Support-Party. Ja, Support-Kombin, das packt so oder so jeder rein. Ah, ich könnte auch mal meine... Das wenn ich eigentlich auch jeder. Aber nein, auch nur, wenn ich Support-Equipment hätte. Ich weiß, bei mir ist kein tatsächlich standardmäßig drin, lustigerweise. Ja, ich habe es noch nicht erforscht.
Frage. Mann, Louisiana, wie sie sich weigern, einfach zu kapitulieren. Hat irgendjemand von euch Support Equipment? Ja, mir fehlen Millionen davon. 300.000. Willst du mir zufällig etwas geben? Er hat keinen, hat er doch gerade eben gesagt. Mir fehlen 3.500. Achso. Ja, Nils, bei mir war es noch besser vorhin. Also ich habe im Grunde die ganze Zeit die Kriege mit minus 26.000 Waffen gekämpft. Ich stört euch nicht, dass ich mit Frankreich gerade Ressourcen handle, oder? Und Level 1. Genau, meine Einheit war noch Level 1. Warum sollte uns das stören? Weißt du, das Witzige ist, ich verkaufe Tobi und alte Waffen, ich profitiere schon vom Krieg und dann handle ich noch nebenbei mit Franzosen. Typisch Amerikaner. Verdient an beiden Seiten des Krieges. Oh, warte, die brechen wir mal ganz schnell ab hier. Stopp! Columbia, wieso willst du Waffen von mir? Warum nicht? How sag... about no? Ich hab selbst keine. Oh. Wobei, ich bin 5000 im Plus jetzt. Aber immer noch Artillerie hinterher. Ich könnte die Artillerie geben. Aber was? Die produziere ich jetzt einfach selbst? Ich habe 1400 auf Lager. Ich glaube, ich könnte die ein paar abgeben. Egal. Ich trainiere jetzt alles, mal Stabilität. Alles. Ich trainiere jetzt mal ein paar Einheiten. Nein, gib dem Russen nix. Schaut ihn euch an. Es Russe ist braucht mein. Alles und davon noch mehr. Russe, ich gebe dir sogar ein bisschen was, weil du mir geholfen hast. Ja, also ich habe jetzt meine Armee einigermaßen unter Kontrolle gebracht. Das ist schon mal was sehr, sehr Wichtiges. Ich habe übrigens, glaube ich, gerade den Kessel vergrößert, den der Japaner ursprünglich gestartet hat. Ich habe einen besseren Kessel geschaffen. Sag das mit dem Japaner. Kann ich nicht mehr, Alex. Er lebt nicht mehr. wo hast du einen Kessel? Doch nicht. Welchen meinst du den? Ich glaube, er meint den in Arkansas. Warte, kann man irgendwo bei einzelnen Armeen das heißt auch die Verstärkungsprioritäten ändern? Ne, es geht nur beim Template. America Explain! Es geht aber auch bei Heeresgruppen, da weiß ich. Deswegen frage ich jetzt, doch hier irgendwo geht das doch. Okay, also es ist fast geklärt, die Pocket. Ich bin mir jetzt gerade das letzte bisschen, dann habe ich meine Armee frei, dann kann ich ein paar Männer an deine Front checken, Heiko. Perfekt. Ja gut, ich habe auch gar nicht, die Front ist eh. Ist leer. Also meine bricht sehr viel mehr Truppen. Oh meine nein, bricht Tobi, ich bin. Nein, ich meine die feindliche hier. Ach so. Man kann die Kommunisten nicht angreifen, oder? Die sind alle ein bisschen. Ja, die sind alles ein bisschen bedeckt. Also, wie gesagt, der 428 Verteidigung. Also bei Arkansas und Upper Mississippi und Louisiana. Ach so, was eigentlich? Den besten Kessel dieses Games bis jetzt, glaube ich. Bei Arkansas. Ah, cool. Ist das schön, so viele Aces zu bekommen? Was, so viel Heiko zu bekommen? Nein, Fliegerasse. Also. Könnte Heiko jemals schön sein? Was? Nicht, so. Heiko, nicht. So, jetzt hätte ich doch mal hier rüberkommen irgendwie. So, Heiko, ich habe eine Armee stolzer Russen für deine Front. Oh, sehr freundlich. Angeführt von dem größten russischen Volkshelden, den es gibt. Oh nein. Dimitri. Roman von Ungarn-Sternberg. Oh. Moment, wer war das nochmal? Der das Typ, der mongolische Horde ausgerufen hat. Aus Kaiserreich, der Typ, Heiko. Ah. Den gab es historisch auch, das ist das Gruselige daran. Ja, ich weiß. So, ich erforsche dann jetzt mal 39er Waffen. Danke dafür, Spiel. Achso, wir sind auf Pause. Warum sind wir auf Pause? Ach, deswegen. Oh. Vielleicht, weil jemand auf Pause gedrückt hat, der Heiko. Also. Aronito legt hinterher. Aronito legs behind. Ach ja, Air Force. Ach. Heiko, der ist doch gar nicht mehr drin, du kannst einfach klicken. Achso, okay, ja, gut. Oh. Also, ich hab's Elsass erobert und die Gebiete werden dort umbenannt. Wunderbar. Ich hab so viele, ich hab ganz schöne Fliegerasse, die irgendwie alle gleich aussehen. Ich glaube, da ist eine Familie sehr aktiv. Ja, oder wir sind dann das Jahr, ne?
Manefisch sage ich noch gegen irgendwas außer mir Krieg? Nee, ne? Was? Warum existiert Portugal noch auf dieser einen Insel Madeira? Explain this to me, Spanien? Da hat irgendwer was verkackt. Tobi? Achso, ja, das habe ich letztes Mal gefragt, Alter, ob das alles ist, und dann hat es irgendwie nicht ganz geklappt. Es Tobi, ist mir aber auch scheißegal, Alter. Alter, ist mir auch scheißegal. Alter, Tobi ist effizienter als Heiko und Hearts of Iron, das zeigt aber mal. Hey. Ich glaube aber auch, Spanien ist recht stark, also ich gehe langsam auf eine Mille Manpower zu, deswegen. Ja, tue ich auch, also. Ich nicht. Ich nicht. Ich 82. Mir fehlt 10.000 Infanterie-Equipment. Oh, das Infanterie-Equipment will ich gar nicht. Oh, du, wobei, Wüstenfuchs, danke. Alter, oh, ordentlich was in Reserve, muss man sagen. Ja, ich spreche jetzt mal meine... Die Front ist offen, Heiko, die Front ist komplett offen. Heiko, willst du auch vielleicht amerikanische Waffe? Ja, bitte, ich brauche 3.000. Ach bitte, das ist dein Ernst? Also, 1.000. Vielleicht brauche ich auch mehr als 3.000, also eigentlich bräuchte ich viel mehr. Ja, ja, es gibt jetzt mal 5.000, würde ich sagen. Boah, das wäre nett. So, Russe, ich... willst du was? Boah, wenn Infanterie, also Support Equipment oder Artillerie. 500 Artillerie? Ich nehme alles. Und ja, geben wir dir nochmal 200 Support Equipment. 250. Ach, wirklich nichts, aber ja, ich nehme alles. Also, sind wir mal ehrlich. Kann sich Russland. Heiko, wir können es ja machen, wenn ihr schön bei Italien besiegt habt. Dann machen wir ein White Peace mit mir. Wie wär's? Ja, das fände ich auch okay. Ich glaube, ich ziehe jetzt wirklich eine Offensive Line hier, weil ich das jetzt schon wieder nicht gemanagt bekomme. Ja, ich, bei mir klappt es auch ganz gut. So, irgendjemand meinte doch, hat vorhin gefragt, ob ich Kuwait angreife. Es geht jetzt gleich soweit. Wenn meine Armee mal ankommen würde, ich musste die halt aus Bulgarien. Hallo, Kreuzaller. Heiko? Großmaster, ja, du hast ja viel verpasst. Was? Hä? Michael. Wischfuchs, was? Wer auch immer dran ist, klickt mal schnell durch. Drück doch. Weiß das nicht. Drück einfach auf dann, Wüstenfuchs. Achso, es ist Wüstenfuchs Bürgerkrieg. Oh, wait. Ja, okay. Alter! Da geht gleich jemand drauf in Kanada. Ich glaube, die Provinz hast du hier. Kommunistische Republik von Quebec. Ach Gott, ich. Nee, noch nicht. Tobi, ich freue mich schon richtig auf das Abendessen 2.0 quasi. Ja, ich habe nämlich. Ich einfach nur noch ein paar so 40 hier. Tobi und ich haben gekocht und waren 5 Minuten vor Livestream-Beginn. Irgendwo halt's wie Sau. 5 Minuten vor Livestream-Beginn. Wischfuchs. Ja. Bei dir hat man sich gerade richtig das Herz selber gehört. Besser? Ich hoffe es, ich probiere es gleich wieder. Also 5 Minuten vor Livestream-Beginn waren wir fertig mit Kochen. Und dementsprechend war das alles hochgradig stressig. Und jetzt habe ich halt dann 3/4 von meinem Essen einfach nur in so eine Box gepackt, so eine Mikrowellenbox, habe es in den Kühlschrank gestellt und da steht es jetzt und warte darauf, dass der Livestream zu Ende ist. Maxi, du lachst manchmal wie Alina. Ja, genau so lacht die immer, wenn ich was erzähle. Warte, wie nennt ihr das? Er hört so halt, dann ist es noch besser. Es hört sich an, als würde sie wie eine Hyäne lachen. Nee, irgendwie manchmal erzähle ich... manchmal erzähle ich was und dann ist sie immer nur so... so, weiß ich, so ein zustimmendes, kleinliches Lachen. Okay. Ja. Wie warm ist eigentlich draußen? Nutze ich es mal das Fenster richtig aus? Nein. Also bei mir gerade schon. Ich habe gerade offenes Fenster und ich freue mich. 26 Grad hier drin habe ich 30. Es lohnt sich. Hallo. Hallo. Hi, Aaron. Oh, was war weg? Essen. Hatte kein Bock mehr auf dich. 2 Millionen Mann verloren, wie die KI einfach so fucking inkompetent ist. Du hast die zweite Rebellion verpasst. Wie was? Außerdem hast du verpasst, dass Heiko und Spanien zusammen Frankreich erobern. Was für eine zweite Rebellion? Halt, stopp, die Russen gehen Richtung Paris. Indien? Ja. Alter, warum marschieren die Russen hier nach Paris? Hallo? Oder dann gehe ich halt an die Südküste. Das sieht im Prinzip sind das ja auch Spanier mit amerikanischen Stickern drauf. Also. Das ist echt so, Alter. Da ist Made in USA, steht auf jedem zweiten Gewehr. Auf dem Essen, auf den Waffen, auf den Uniformen.
Ich auf den Uniformen. Ich sehe nur, wie heißt es, Made in Kingdom of Westfalen, und ich sehe, dass Heiko einen fantastischen Push macht, die dem Nationalsozialisten gerade einen Orgasmus beschert hätte. Wahrscheinlich schon, ja. Aber das hat zu lange gedauert, um das ist jetzt hier noch als Vorbild. Ich möchte nur noch mal erwähnt haben, wer auch immer, das was gerade nach Paris läuft, ist nicht Heiko. Das ist Russland. Ach lol, tatsächlich. Was? Das würde keinem Nationalsozialisten sein, Orgasmus. Ja. Das wird seit gerade eben gespielt, weil ich ach, bin... Ach, spielst das? Ja. Ich habe einfach mal alle Armeen gelöscht und fange jetzt von null an, weil das, was auch immer die KI gemacht hat, ein Desaster war. Siehst du, gut, deshalb hätte ich keinen Bock, nochmal Japan zu spielen. Weil, sobald die KI einmal Kontrolle übernimmt, ist alles im Arsch. Ja, gut. Damit müssen wir halt leben. Ich spiele zum Beispiel schlecht. Ich muss die ganze Zeit mit solchen Systemen arbeiten. Er stellt sich immer in die Opferposition. Ja. Nee, ich meine nur, es ist so, manchmal, weißt du, man könnte es halt trotzdem machen. Manchmal, man kann sich drüber beschweren oder man macht es halt einfach. Können wir mal eine Pause wegmachen? Ja, wieso Pause? Weiß ich nicht, weil irgendwer schon wieder hinterhergeleckt hat oder so. Sicher? Ja, ich habe nicht auf Pause gedrückt, das wüsste ich. Glaubst du? Wieso? Der bist dann einfach paranoid. Ich habe quasi noch nie, also ich drücke vielleicht pro Livestream einmal auf Pause und es ist schon irgendwas Komisches passiert. Und die Leute fragen mich immer, warum ist Pause? Warum ist Pause? Heiko? Alter, ober ich gerade eben viele Gebiete. Hast du eine Luftwaffe? Ja, und die habe ich jetzt gerade eben auch mal verlegt. Das sind so ungefähr... Ja gut, das sind Heinkel für 51. Du solltest mal wirklich langsam wie die Messerschmitz forschen. Sonst noch was? Sei kompetent. Ja, das ist schön und gut, aber ich habe nicht die Möglichkeit, irgendwas zu tun. Ich habe allein für mein, ich habe mal alles, was ich habe, auf Infanterie-Equipment und mir fehlt trotzdem noch 4000. Und das, obwohl mir Wüschfuchs gerade eben schon 5000 geschickt hat. Haha, ich habe. Ich habe den Luftkampf einfach aufgegeben, den gewinne ich eh nicht. Ich gucke jetzt, dass ich das, was funktioniert, und momentan funktioniert der Bodenkrieg auch ohne alles ganz gut, einfach voranbringen. Aber Tobi, du kannst natürlich auch gerne mal. Und übrigens ja, halte ich. Du musst das einfach immer in dem Kontext sehen. Wenn der Gegner keine Luftwaffe, wenn der Gegner keine Flughäfen mehr hat, kann er die Luftwaffe nicht einsetzen. Richtig. Abgesehen davon, dass. Okay, nein, vergiss. Man gleich gerade hardcore überrollt wird. Ja, die sind ja quasi tot. Wunderbar. Boah, war das stressig, Alter. Aus Versehen, hups. Upsi, Lady. Nils, kannst du die Garantie von Persien wegnehmen? Dann habe ich aber eine Flanke mit dir, wenn du da den Krieg machst. Ach, stimmt. Fuck. Oh. Tut mir leid, da habe ich nicht so Bock drauf. Also, gut. Ich bin in diesem Krieg bisher drei Provinzen. Also, sobald wir einen weißen Frieden haben, irgendwann gerne, kann ich gerne die Garantie darüber aufheben. Persien habe ich jetzt nicht das direkte Interesse dran. Danke. Solange du nicht in Europa irgendwo weiter verrückst. Nee. Also, ich will jetzt erstmal hier Arabien. Ich bin gerade auch überlegen, ob ich Frankreich einen Krieg erklären soll, das ist eh halt. Alter, Frankreich, jetzt die scheiß die Templates, boah. Also ich will ja nichts sagen, aber ich bin in meinem Krieg bisher vier Provinzen vorgerückt. Ja, und? Bonita? Ja. Also Heiko, ich verlange dafür viele Teile von Frankreich. Weißt du, dass du geschickt wurdest, oder? Was? Bitte? Du wurdest mein War Support in diesem Krieg. Nee, ich bin Observer. Nein, bist du nicht? Doch. Da eigentlich noch irgendein Land, das wir kapitulieren müssen? Nee, ne? Cool, wenn wir Frankreich haben, ist das komplette Kontinentalding weg. Das wäre gut. Wir sehen zum Beispiel, dass du zwei Marine Divisionen unter Ottawa hast. Oder bei Ottawa in Montreal. Okay, aber du bist mir gar nicht mehr auf dem Ding angezeigt. Welchen Monat hast du? Dezember. Was? Okay, naja, passt es. Ja, Dezember. Mir wird er nicht mehr auf dem Ding angezeigt. Mir auch nicht. Und ich bin der Host. Mein Gott, aber ich bin noch drauf und ich kann noch angucken. Ich gucke gerade an. Chat, bist du auch nicht mehr vertreten? Alter, China ist ja demokratisch geworden. Das heißt, und es heißt Empire. Was? China ist demokratisch. Das Triaden-Empire, oder was? Nils, guck dir mal den Herrscher von China an, wenn er immer noch der ist. Ja, okay, das ist auch, das sieht super. Immer noch so bekifft aus. Achso, ich muss gerade, warte. Also ich habe jetzt mal die Frontlinie ein bisschen gestreckt, sodass die... Oh Gott! Ach du Kack! Ich weiß, was ihr meint.
Frankreich ist gefallen. Aber immerhin können meine Truppen. Ja, und wem ist zu verdanken? Vorher den russischen amerikanischen französisches Land. Das sind die amerikanischen Waffen, haben da gar nichts gemacht. Den Furz, den du mir geschickt hast. Die amerikanischen Waffen haben die spanische Front gehalten. Okay, das ist vielleicht ein Argument. Ja, sie haben sich sogar ein bisschen ausgedehnt. Das ist ein Argument, weil das stimmt nämlich. Und unser Schweinsblut hat sich auch einiges erleiden müssen. Also ich dachte echt, jetzt wäre RIP, aber hey, hallo. Tobi dachte, es wäre RIP, aber war doch nicht RIP. War doch nicht RIP, war doch nicht RIP. Oh, shit. Black RIP. Jetzt habe ich Hunger. Es gibt noch Turin als große Stadt. Als Hauptstadt sogar. Jetzt kann ich auf der anderen Seite, jetzt geht's los. Oh, das ist schön. Tobi, wir passen uns hoch, einfach auf Pass drücken die ganze Zeit. Ja, ja. Das heißt, ihr müsst aufpassen, dass du gleich nicht über die Alpen die Italiener reingerannt kommen. Meinst du, wir müssen aufpassen? Aufpassen, genau, weil sonst haben nicht die Italiener da reingerannt. Oh, ich muss, warte, ich muss nachher gegen Tobi kriegen. Heiko? Ich glaub, das reicht ihm zur Schalke. Oh ja. Also. Bist du für, ist denn der Stream vorbei, oder? Nee. Oh. Okay, weil du ja, meinst wegen Frankreich. Achso, ja, warte mal, wie, ich kann irgendwie nichts erobern. Ah, Tobi ist dran, okay. Tobi ist dran. Also, ja, Heiko, wie machen wir ja, das? Ja, Süd-Nord, müssen wir jetzt nicht lange diskutieren. Jetzt ziehe ich irgendwo eine Linie, ich vertraue dir da. Ich bin nach Heiko, sollte Katalonien besitzen. Zieh ich irgendwo eine Linie, also bei Paris? Nee, Katalonien sollte unterwegs sein. Nee, Tobi wird da jetzt schon nichts Unvernünftiges machen. Du kriegst natürlich die Grenze zu Italien alles, weil was will ich da? Du kriegst die Grenze zu Italien, die Front, die noch da ist. Wir machen es so. nein, so man muss nicht. Ich stell mich schon mal in deine Grenze. Heiko, ja. Nicht mal, um sie voraus angemerkt zu haben, ich bin für Hitler-Stalin-Pakt-Grenze. Ja, alles gut. Ah, da drüben meinst du? Ja. Ja, das, Tobi kannst du dann mal fertig machen, weil, wir das dauert schon echt lange. Okay, ja. Ich kann das alles sogar noch gar nicht fordern, wir müssen noch ein bisschen, Achso, na pass mal halt nochmal schnell, also nimmst du das jetzt nach pass mal nochmal kurz hoch. Heiko, es reicht, die müssen nicht mehr passen, guck, jetzt brauchen wir so viel länger. Tobi, nimm einfach weg, du musst jetzt nichts Optimum. Ich leg immer neben die Provinzen jetzt. Dann danke. So, ja, jetzt pass, schnell. Einfach, Tobi, einfach links klick sperren. Pass. Heiko, nimm einfach das, was du haben willst und mach dann. Heiko, du hast schon genug Punkte. Ja, Heiko, du hast genug, jetzt nimm einfach. Heiko, nimm einfach das, was du haben willst und den Rest gibt Tobi. Oder mir. Den Rest gibst du den Russen. Ja, du. Wer kriegt eigentlich Bulgarien? Achso, ich krieg Bulgarien, stimmt. Haha! Ey, ist da noch eine Grenze? Ja, schon gedächt mal die restlichen Punkte mir. Osmane, wenn du da reinmarschierst, kriegen wir Streit. Alter, ich hab einen Claim da drauf. Ist mir das absolut egal. Warte mal, wo soll ich hin? Du hast dein Frankreich da vergessen, ne? Was? Dein restliches Deutschland quasi. Ah, lol, ja. Alles gut, ich hab ja nicht dann gemacht. Tobi kann ja noch hier, guck mal. Heiko, du bist dran. Ja, ich seh's. Wie viel von Pommern krieg ich? Oder wie viel willst du? Nimm dein Pommern nimm komplett deine Bommersche. Alles reißt das Stand. Also, das einzige, wo Hitler-Stalin-Pakt, da hättest du sogar noch, Hitler-Stalin-Pakt bekommen. Ja, Hitler-Stalin-Pakt bist du noch völlig auf guter Seite. Da bist du noch der Warschau die Linie runter. Na, weiter hinten, Rest. Da müsst ihr auch noch das Mebelgebiet bekommen. Nehmt euch jetzt irgendwie noch die Kolonien, das was da noch so rumfliegt und was auch immer. Ja, ich wähle gerade alles aus. Wenn's okay wäre, würde ich Bulgarien zu meinem Puppet machen. Ist wieder da. Ich wollte Bulgarien eigentlich haben. Achso, wenn du das haben willst, dann nimm du das. Ja, Hitler-Steinpack ist es dann nicht. Außerdem, also erstmal ist das eh gerade vom Osmanen, das ist dann eh sofort vom Osmanen besetzt, das ist dir bewusst, ne? Könnt ihr mich kurz, genau, ich gehe jetzt auf dann, oder? Ja? Nee, geh auf mich und mach dann und gib die Punkte an mich weiter. Indem ich dann drücke auf dich, dann kriegst du meine Punkte. Tatsächlich, schön zu wissen. Ich nehme mich kurz auf Klo, nutze die Zeit mal. Tobi, nimm du mal den Rest, den du haben willst. Ich guck grad noch, wo hier überall. Ja, Tobi, nimm dir Bulgarien. Tobi, dann bekommen wir sehr viel Streit. Danke. Doch nicht. So, ich bin für. Gibt's überhaupt noch irgendwas an Land? French Empire. Ja. Nimm dir das. Wo ist noch was? Alter, da ist Afrika auch. Hier. Ja. Tobi, nimm du dir mal Madagaskar. Hier, viel Spaß damit. Wo ist denn das? Ah, da unten. Ah, Tatsache. Es gibt noch tausende kleine Inseln. Ich mach einfach Take All. Ja. Ja, ich mach mal dann. Was? Das heißt, ich geh jetzt auf Take All, oder was? Ja, ich geh auf dann.
Nein, take all. Jetzt. Mach dann. Dann, ja, wunderbar. Peace in our times. Sollte vielleicht jemand auf Pause drücken, wenn Taiko nicht da ist? Ja. Schon erledigt. Yeah, du hast Bulgarien ist nicht besetzt. Ja, also ich würde mal behaupten, dass Bulgarien innerhalb von wenigen Sekunden verschwinden wird, weil da irgendwie so ein Riesenhaufen Balkanspasten rumrennt. Kommst du gegen was führen wir denn da Krieg? Osmanisches Reich? Italien ist ja Osman. Gegen das, wie können wir da irgendwie das friedlich auch, oder? Also Italien müsste noch besiegen, weil ich bin Italien und ich sind zwei Majors. Wir sind jetzt bei 33% über Kapitulation, generell als Fraktion 50% braucht, dass ich White Peace mit euch machen kann. So. Ja, Bulgarien. Also Osmane, falls das für dich okay wäre, wenn wir halt irgendwann eine friedliche Lösung finden, ich würde dir Griechenland zumindest über... Also Griechenland würde ich dir überlassen. Alles klar. Also Griechenland von mir aus gönnst dir. Ich würde dann halt Georgien gerne haben, weil das ist kein russisches Gebiet. Ich will halt wunderbar. Hier eine russische... Dann mache ich mal Party. Ja, ja. So, für die Leute auf YouTube, ihr habt wahrscheinlich eh abgeschaltet, weil ich jetzt dann weg war. Aber ich hoffe, der Part hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.